Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76 und ich habe schon die Verbrannten dabei. Hallo, mal wieder hier. Eins Ulgung. Du solltest dich wirklich mal Eins Ulgung nennen. So, aber neue Aufnahmesession. Wir haben immer noch Verbrannten-Event und neue Challenge, neue Dailies. Dann gehen wir mal kurz durch. Wir haben heute Baue etwas in Werkstätten oder Camps, einen Goldstern, schließe eine tägliche Operation ab, trinke ein alkoholisches Getränk 5-mal, töte 5 Supermutanten, verkrüpple einen Supermutantenarm 2-mal, Halloween, gruselige Verbrannte jagen und natürlich noch Bonbons sammeln, was schon abgeschlossen ist. Dauert halt sonst immer lange mit dem Umloggen. So, dann haben wir halt nochmal in den wöchentlichen tägliche Goldstern-Challenge, baue etwas in Werkstätten oder Camps 25-mal, Halloween, schließe tägliche der große Kürbissammler ab 3-mal, dann nochmal die Süßigkeiten verteilen 3-mal, Daily Ops 3-mal, trinke alkoholisches Getränk 20-mal, 30 Supermutanten, 30 Supermutantenarme, verwerte Schrott, um Stahl herzustellen und Vorkriegsgeld 50 Mal und 50 gruselig Verbrannte mit wiederholbar. So, jetzt wird gerollt. Jetzt haben wir ganz, ganz viel gesappelt. Jetzt wird gerollt, jetzt wird Gas gegeben. Ich will Verbrannte jagen. Was habe ich jetzt gekriegt hier? Episch, baue einen diversen Gegenstand oder eine Ressource in einer Werkstatt oder ein Camp 10 Mal. What the fuck? Könnt ihr das nicht noch kleiner schreiben? Ich kann doch was erkennen. So, und auch hier nochmal die Daily Ops. Die ist mir jetzt diese Woche auch egal. Modifiziere ein Rüstungsteil. Ne, es könnte klappen. So, dann machen wir zuerst das Rüstungsteil. Dann ist das schon mal fertig. Blups. Nehme ich jetzt hier einfach mal meinen chinesischen Tarnanzug. Mach daraus keine Lackierung. Mach eine Lackierung. Keine Lackierung. Mach eine Lackierung. Keine. Und mach wieder drauf. So. Haben wir das schon mal fertig. Mehr modifizieren muss ich da nicht. Ist nur Ölverschwendung. Dann haben wir trinke ein alkoholisches Getränk. Ich habe noch jede Menge harte Limo. Aber die wäre zu schade, die dafür jetzt zu opfern. Meyer Magic Vintage, habe ich nicht so viel. Ich habe noch 3 Nuka Shine Vintage. Ja, warum habe ich noch 3 Nuka Shine Vintage? Komm. Ach ja, die geben mir 30 Red, ja. Kurz vorm Krepieren, ja! Juhu. So, habe ich sonst noch irgendwas? Komm, ich sauf nochmal 2 Hochspannungshefe und auch wenn es jetzt total rausgeschmissen ist, dann mal aus dem Ballistikbock mal jetzt auch nur noch 5. 20 Stück. Ich müsste eigentlich nur gruselige Verbrannte jagen und ich habe schon wieder 109 geheimnisvolle Süßigkeiten. Ja, sonst habe ich jetzt hier gerade nichts, was mir irgendwie was bringt. Ich könnte den Wodka saufen, aber ich kann daraus harte Limo machen. Oh, mach das doch Sweetwater. Nee, ich gönn mir jetzt den Wodka. Auch wenn es weh tut. Aber dann habe ich es fertig. Dann kann ich mehr auf Verbranntenjagd gehen. Oh, na ja, gut. Ja, alle Alkohol einstecken, habt ihr, ich verstehe. Ja, natürlich. Ohne Alk kannst du doch nicht Fallout spielen, ganz ehrlich. Also. Das geht nicht. Du musst ja besoffen sein, um die Bugs zu ertragen. Anders klappt das nicht. Alter, du hast mir wieder einer auf Bethesda abgesehen. Ja, so ein bisschen. Ich hab roten Dino noch nicht. So, was sollten wir eigentlich jetzt bauen in Camp oder Werkstätten? Also, baue etwas? Okay, wie hieß das jetzt? Episch, baue einen diversen Gegenstand. Oder eine Ressource in einer Werkstatt oder Camp 10-mal. Was ist denn ein diverser Gegenstand? Bau doch irgendwas, divers ist divers. Also, scheißegal. Normalerweise. Na, das Problem ist, ich werde gleich von Nuka Shine geportet. Ich glaube nicht, dass eine Anzeige dazu zählt.
Ah, jetzt werde ich erstmal geportet. Das hat aber schon mal als etwas gezählt. Ui, verkatert aufgewacht. So, gleich nochmal. Diverser Gegenstand. Können die damit meinen? Wir haben doch keinen Reiter divers. Das ist ein Ding, was ich noch nicht hatte. Und ich roll eigentlich täglich momentan was weg. Eigentlich roll ich immer was weg. Was soll mit diverser Gegenstand? Vielleicht eine Toilette? Baue etwas, ja. Nee. Ja, unter Ressourcen kann ich ja fast nichts mehr hinstellen. Hab ja schon alles stehen, was Ressourcen macht. Ich könnte mal kurz gucken. Ich nehme mal kurz meine Keksdose. Man nimmt einen Matsch Cookie raus. Stell eine Keksdose hin. Ach, das zählt. Okay, gut. Um Gottes Willen, und das muss ich jetzt 10-mal machen. Ich muss jetzt 10-mal meine Keksdose abreißen und wieder hinstellen. Alter. Man baut dann die ganze Zeit Riss. Ich wo wahrscheinlich auch. Der schaut aus. Hinweg, hinweg, hinweg. Ja. Bis das fertig ist. Oh wow. Ach, jetzt habe ich einmal zu viel weggemisst. So, Keksdose fertig. Keksdose hat geholfen. Jetzt haben wir auch den anderen Rest gekriegt. Wunderbar. So, Kaffee ist leer. Aha, ja, den das wurde nicht geklaut. Milch, Popcorn. Dann nehmen wir hier nochmal Reste alle mit. Was jetzt hier noch drin ist im Ganzen. Oh, die Fusionskerne sind voll. Bis auf einer. So, dann können wir hier auch nochmal leer räumen. Blups, was blups, du ungefähr, blups, wie blups, lange blups, so ein Fusionskern braucht, bis der voll ist? Ich habe das noch nie ausprobiert. Das dauert immer ein bisschen. Kommt immer ganz drauf an, wie lange die entladen sind. Also wie hoch entladen die sind. Ja, leer, komplett. Ja, komplett leer, dann schmeißt er sie weg. Warum? Oder auf Laden. Weil er sie dann immer wegschmeißt, weil sie entladen sind. So. Ja, naja, wenn jetzt, sagen wir halt, es ist nur ein kleines bisschen drin, so ein Büttelrest, was schon, was meistens übrig ist. Wenn dann braucht er 20 Minuten. Wenn du nur noch einen Energie hast und der fast auf Nullstand ist, kurz bevor er weg ist und ja, quasi ein Gatling-Laserschuss nur noch hast, ohne irgendwelche Buffs, dann braucht er knapp 20 Minuten, um ihn vollzufüllen. Wenn er jetzt aber halt nur einen Punkt verloren hat, dann braucht er noch nicht mal eine Minute, dann ist das Ding voll. Also, ne? Bei dem kommt es halt wirklich drauf an, ja, ist voll, ist nicht voll. Wie voll ist Zustand? Voll ist leer. So. Ah, jetzt fange ich schon mal an mit den ersten Verbrannten hier. So wie sie es hier hört. Muss ja wieder Munition reinfahren. Ich habe für die Woche nur 500 Ultrazit-Schuss zusammen. Muss wieder voll gemacht werden. Wieder angefarmt. Also mein Watz funktioniert heute, Alex. Mein spinnt total komischerweise, ich weiß auch nicht warum. Also bei mir geht das. Jo. Kann mich nicht beschweren. Bin jetzt mit der Handgefertigten unterwegs. Hätte ich nochmal umlackieren können. Das hätte ich nochmal machen können.
So, aber gucken wir mal. Kollisionskurs. Flughafen war ja eher so bis jetzt Enttäuschung. Mal sehen, was wir im Kollisionskurs finden. Glaube ich auf. Bei mir auf dem privaten ja massiv Glück gehabt. Ne? Es waren ja 10 Stück oder so, was ich doch gekriegt habe. Haben wir einen Frachtbot im Anflug entdeckt. Wir müssen die Sammelzonen sichern, damit er seine Vorräte abwerfen kann. Wir brauchen. Ne, ich hatte letzte Woche ordentlich Glück auf Kollisionskurs, deswegen diese Woche dürfte das nicht so heftig sein. Also ich habe ja meistens meine 5 locker immer drinne, wenn ich Kollisionskurs gemacht habe. Naja, sonst habe ich auch meistens immer so 3, 4, aber. Nee, aber heute. Die zweite Welle ist schon drin. Noch nicht ein. Ich brauche ja noch mindestens 50 heute. Okay, ich glaube 50 werde ich nicht schaffen. Aber mal gucken. Naja, aber noch nebenbei, ich muss ja noch Supermutanten heute machen. Ach, ich muss Supermutanten heute machen. Wenn man das nicht in Verbrannte machen können? Ja, geht doch sowieso schon. Na, wenigstens krieg ich gleich mein Vorkriegsgeld schon mal. Hat ja ein gutes. Och, da hinten ist einer. Der erste von 50. Einer. So wie ich sagte. Das heißt, ich habe eher Glück auf den anderen Sachen. Na, gucken wir mal. Hauptsache gruselige Süßigkeiten. Und Muni. Muni ist auch immer schön. So. Das war der Stahlschrott. Easy peasy. Und ich hab noch nicht mal fertig verwertet. So. Na dann gib mal her. So, 100 Vorkriegsgeld. Hat man die auch schon mal. Und ich renne wieder übers Spielbrett. So, mach ich jetzt Supermutanten oder. Achso, ich muss ja noch Baue etwas fertig machen. Ja gut, dann komme ich jetzt nämlich über die Werkstatt. Dann nehme ich hier unten gleich mein Bocktown. Da sind Supermutanten. Sogar ein paar mehr. 30 Stück brauche ich ja. Muss ja noch Arme anvisieren. Die armen Arme. Die kommen ja heute armlos auf die Welt, die Armen. Arm dran als Arm. Man merkt, das wird immer sarkastischer, ne? Also. Und sadistischer wird's auch noch. Weil erst müssten wir ihnen immer die Füße zerschießen. Jetzt die Arme. Piu, 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 piu. Los, kommen wir uns nur auf die Idee, Fuß, Bein, Kopf. Yay, töte Supermutanten. Na komm, dann nehme ich die Leiche da.
Dann nehmen wir mal kurz die Werkstatt ein. Fehlt mir jetzt eigentlich noch... Ist mir den verkrüppelt die Arme hat nicht so gut hingehauen. Dann nehme ich dir mal lieber dich hier und dann gucke ich mal... Nehmen wir dich mal kurz raus, machen wir dich mal rein und machen mal... Bisschen weniger Schaden, dafür machen wir den Peiniger rein. Dann machen wir es so. Es wird gepeinigt hier. So, und wir sollen ja noch irgendetwas bauen. Jetzt habe ich hier die Keksdose ausgerüstet. Nee. Wollen jetzt nicht nur Keksdosen. Boden, Boden, Boden. Wo ist es da? Nochmal ein Pittsburgh-Fässer. Gut, haben wir das auch. Und jetzt brauche ich noch Ärmchen. So. Mitglieder, die Kovac hat eine neue Gruppe Bestien entdeckt, die sich an der Oberfläche versammelt. Windstedt war jetzt verkehrt. So, dann machen wir es jetzt mal so. Wenn jetzt die armen Arme zerschossen. Bevor du mich findest hier. Habe ich die schon zweimal erledigt. Mein lieber Mutant. Signal entdeckt. Zusätzliche Signalquellen aktivieren, um Bekämpfungsprotokolle einzuleiten. So. Dann nehmen wir dich ja auch mit. Die kommen mies 10 mm. Wo willst du hin? Arm her. So. Ach Mann, der blöde Mutantenhund hier. Nein, nicht den Kopf. Ach Mensch, blöder Mutantenhund, hau mal ab hier. Ich will nicht immer Nein, nicht den Kopf. Arm. So. Jetzt kommen die aber hier alle an hier. So. Haben wir jetzt alle oder kommt da noch einer? Ach schon. Ja, und der Hund hat mich gerade gesehen, weil ich aufgestanden bin. Sollte man nicht so blutbefleckt durch die Gegend laufen. Er hat mich kommen sehen. So, da haben wir noch einen Mutant. Noch ein. Noch ein. Bin ich froh, wenn das mit den Armen wieder raus ist hier. Ah, das macht man einmal und dann nicht mehr. Weil wer schießt schon freiwillig auf Arme? Das hat halt gar keinen Effekt. Beine kann ich ja noch verstehen, aber... Arme? Also wenn es jetzt noch so wie in Fallout 4 wäre wenigstens. Oder in 3. Und dann wirklich sagen kann, okay, ich schieße ihn halt auf die Arme und sie verlieren ihre Waffe oder so. Das passiert hier halt eher selten. Und bei Beine haben sie ja hier wenigstens noch Mobilitätsprobleme. Wenigstens das.
Getriebeblockade festgestellt. Mechanisches Support-Ticket erstellt. Ach so, jetzt weiß ich auch, warum ich wegen dir eben gestorben bin. Du bist legendär. Kannst du ein bisschen besser zubeißen, wa? Böser Hund. So. Systemausrichtung abgeschlossen. Gegnerübertragung aktiv. Ziel erfasst. Sofortige Evakuierung erforderlich. Wiederhole. Begeben Sie sich umgehend in sichere Entfernung. Immer diese bösen Hunde hier. Böse VWs. So, machen wir erstmal klein, weil ich wieg schon wieder 10 Kilo, 10.000 Kilo drüber. Hab halt schon wieder ein bisschen zu viel Stahl in der Tasche. Wird echt Zeit für eine anständige Rüstung. Angegebene Falle eliminiert. Verseuchung beseitigt. Vielen Dank für Ihre Mithilfe. Okay, hier hinten haben wir noch Maulwurfsratten jetzt. Ich glaube, die Mischlinge haben einfach so keinen Bock mehr. Halt, du hast noch einen Arm. So. Na komm, jetzt kann ich die letzte Welle auch noch machen, wa? Wenn ich sowieso schon mal hier bin. Aber auf den Kopf schießen macht halt mehr Sinn. Macht mehr Aua. Gegner schneller tot und so. Vergiss es, Ratter. So, wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Du? Und du bist schon wieder am Wegrennen hier. Ich sehe das doch. Bist du jetzt mal hier? Jetzt rennst du mit mir hier im Kreis. Das hilft dir nicht. So, jetzt bräuchte ich nur noch ein paar Supermutanten. Brauche ich nicht jetzt allzu viele. Dann hätten wir das auch schon fertig. Fehlen halt nur noch zwei Ärmchen. Und dann nur noch Verbrannte. Zwei Supermutanten Arme. Gehe ich mir denn jetzt zwei Arme besorgen? Die armen Arme. Komm, ich kann mal zu den Höhlen gehen. Entweder wir haben gleich Glück, dann haben wir Verbrannte außenrum und innen drinne. Oder aber gleich vielleicht noch Supermutanten dazwischen. Ghule wäre das schlechteste Ergebnis. Oh, Minerva ist doch cool. Ghule wäre das schlechteste Ergebnis. So, wir haben draußen schon mal Verbrannte. Und so wie es anhört, haben wir drinnen noch welche. Aber ich kann mich mal wenigstens auf Nerdwood runterarbeiten. Oh, da hinten war ein Gruseliger. Gut, wir haben drinnen auch Gruselige. Wunderbar. So. Jetzt können wir nochmal hier gucken, ob wir hier Ghule oder Mutanten haben. Nein, Verbrannte. Oh, sehr gut. Verbrannte nehme ich ja gern mit. Hier wird nicht auf mich geschossen.
Oh, ein Gruselverbrannter. Haltet ihn! Er will abhauen. Schnell auslooten hier. Bevor das Ding in die Luft fliegt. Oh, ich höre noch einen. So. Und schon bin ich wieder überladen. Wie kann das? Ich höre noch einen. Du kommst zu spät. Und Reparaturkits. Ja, aber hier ist keiner mehr. Okay, was ist so lustig, Alex? Ich hab endlich mal angekriegt. Einen Verbrannten? Ja. So. Noch einer. Nummer 6. Nummer 7 rennt hier auch irgendwo rum. Ich höre ihn schon. Nein, ich bin schon unten. Brauchst nicht nach oben gucken. So. Mein 7. Verbrannter für heute. Können wir noch mal in die Kirche gucken? Da kann ich ja wenigstens auch noch mal klein machen. Zack, Schütze weg. Die braucht doch keiner. So, kommt ihr raus? Freiwillig oder nicht? Nein? Dann komme ich halt rein. So, machen wir hier erstmal klein, damit ich vielleicht nochmal ein bisschen schneller laufen kann. Ach, mein Hirsch ist ausgelaufen. Aber gut, mit fast 600 Kilo brauche ich mich auch nicht wundern, dass ich mich nicht bewegen kann, ne? Oh, ich wiege schon wieder so viel. Komm, nehmen wir mal kurz hier ein und dann nehmen wir noch mal einen Hirsch ein. Hier habe ich noch ein Herz bei Hirsch. Und dann dürfte es erstmal reichen. Normaler Anführer. So. Da haben wir nichts mehr. Na gut, wenigstens habe ich meine gruseligen Verbrannten schon mal durch, die 7 Stück. So, dann stellen wir uns hier einmal kurz auf ein Steinchen und dann gucken wir mal, was wir so Schönes rauskriegen aus den Dingern. Muss ja jetzt mal ein bisschen gucken hier. Mich erstmal ein bisschen leichter machen. Und, roter Dino? Kettensägenlackierung. Ja, schön. Ich kann bald wirklich alles bis auf den roten Dino. Das ist doch nicht normal. Oh Mann. Ich will doch nur den roten Dino haben. Na gut, aber dann mache ich jetzt ohne roten Dino einen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann. Tschüss.